Wenn wir die Sterne betrachten, meinen wir, unveränderliche und riesige, ewige Gebilde vor uns zu haben. So gewaltig, dass sie alle anderen Himmelskörper in die Schranken weisen und die ganze Milchstraße erleuchten. Doch ist jedes Objekt im Kosmos, egal ob Planeten, Sterne oder sogar schwarze Löcher, endlich und dem Verfall einheimgegeben. Das trifft besonders auf Sterne zu, die massereicher sind als unsere Sonne. Sie verbrauchen ihren Brennstoffvorrat deutlich schneller als unser Stern und wachsen innerhalb weniger Millionen Jahre zu gigantischen Größen heran. Sie werden dann als rote Überriesen bezeichnet. In ihrem Inneren finden Prozesse statt, die in ihrer Gewalt und ihrem Energieoutput ihresgleichen suchen, die aber genau deswegen den Stern deutlich schneller umbringen oder auch töten. Denn sobald der Stern eine bestimmte Fusionsgrenze überschreitet, kann er nicht mehr. Sein Kern kollabiert, eine Supernova geschieht und zurück bleibt ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Alle diese eben genannten Prozesse geschehen innerhalb nur weniger Millionen von Jahren. Unsere Sonne hingegen kann darüber nur lachen. Sie lebt mindestens 10 Milliarden Jahre lang und wird zwar auch zu einem Riesenstern, sobald sie keinen Wasserstoff mehr in ihrem Kern fusionieren kann, aber zu keiner Supernova. Sie wird einen langsamen Tod sterben, ihre Hüllen abwerfen und ihren Kern als einen sogenannten weißen Zwerg zurücklassen, einen sehr dichten und kleinen Sternleichnam, der die einstige Pracht der Sonne vermissen lässt. Doch was geschieht, wenn ein roter Riese und ein weißer Zwerg in einem engen Doppelsternensystem gefangen sind und einander beeinflussen? Was geschieht, wenn der Sternleichnam Häppchen von seinem größeren Begleiter verzehrt und irgendwann zu viel Materie auf seiner Oberfläche vorhanden ist? Wir erkunden heute die sagenhafte Welt der Novae und einer sich anbahnenden Sternenexplosion, die in diesem Jahrhundert den Nachthimmel erleuchten könnte wie kein anderes Ereignis nach ihr. Wir schauen uns dabei vor allem den sogenannten kataklysmischen veränderlichen Stern T. Coronae Borealis an, der kurz davor stehen könnte, eine Nova sagenhaften Ausmaßes zu produzieren. Wo befindet sich dieser Stern und was geht bei ihm vor? Kommt mit auf eine ausführliche Reise zu einem der spannendsten Sternensysteme der Galaxis. Auf dem Weg dorthin werden wir uns noch ein paar andere Sternensysteme anschauen, Kati Eridani und einem anderen, das hier noch ein kleines Geheimnis sein soll. Schnallt euch gut an und nehmt euren Strahlenschutz mit, denn die Reise wird sehr gefährlich. Wenn Sterne sterben, dann tun sie das nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Manchmal explodieren sie in einer gewaltigen Supernova, die das Universum mit ihrem Licht erhellt und Materie in den Weiten des Alls verstreut. Doch was genau sind Supernovae eigentlich? Und wie entstehen diese kosmischen Feuerwerke, die selbst die hellsten Sterne in der Galaxis oder im gesamten Universum in den Schatten stellen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir tief in das Herz der Sterne blicken und die komplexen physikalischen Prozesse verstehen, die ihr Leben und ihren Tod bestimmen. In der Astronomie unterscheidet man zwei Haupttypen von Supernovae, die sich in ihren Entstehungsmechanismen und ihren beobachtbaren Eigenschaften grundlegend voneinander unterscheiden. Die Supernova vom Typus 1a und die Kernkollaps-Supernova. Beide Arten von Supernovae markieren das dramatische Ende eines Sternenlebens. Aber die Wege, die zu diesen katastrophalen Explosionen führen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Bei der Supernova vom Typus 1a handelt es sich um die Explosion eines weißen Zwergs in einem engen Doppelsternsystem. Der weiße Zwerg, der Überrest eines sonnenähnlichen Sterns, der seinen nuklearen Brennstoff aufgebraucht hat und zu einem kompakten, dichten Objekt kollabiert ist, zieht mit seiner starken Schwerkraft Materie von seinem Begleitstern an. Im Laufe der Zeit sammelt sich diese Materie auf der Oberfläche des weißen Zwergs an, bis er eine kritische Masse erreicht, die sogenannte Chandrasekhar-Grenze von etwa 1,44 Sonnenmassen. An diesem Punkt zündet die angesammelte Materie in einer gewaltigen thermonuklearen Explosion, die den weißen Zwerg vollständig zerstört und seine Überreste in einer expandierenden Wolke aus heißem Gas und Plasma in den Raum schleudert. Diese Explosionen sind so hell,
dass sie ganze Galaxien überstrahlen können und noch in Millionen von Lichtjahren Entfernung sichtbar sind. Tatsächlich dienen Supernovae vom Typus 1a als kosmische Leuchtfeuer, mit denen Astronomen die Entfernungen im Universum vermessen und die Expansionsgeschichte des Kosmos rekonstruieren können. Ein bekanntes Beispiel für eine Supernova vom Typus 1a ist SN 1994d, die im Jahr 1994, deshalb der Name, in der Galaxie NGC 4526 entdeckt wurde. Die relative Nähe dieser Supernova, nur etwa 50 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, ermöglichte detaillierte Beobachtungen, die unser Verständnis dieser kosmischen Ereignisse erheblich erweiterten. Insbesondere die Entdeckung, dass das Licht von Supernova 1994d polarisiert war, deutete auf eine Asymmetrie in der Explosion hin. Eine Erkenntnis, die die traditionelle Vorstellung einer sphärisch-symmetrischen Explosion herausforderte und zeigte, dass selbst diese Standardkerzen der Kosmologie noch viele Geheimnisse bergen. Die zweite Art von Supernova, die Kernkollaps-Supernova, markiert das dramatische Ende eines massereichen Sterns, der mindestens 8 bis 10 Mal so schwer ist wie unsere Sonne. Wenn ein solcher Stern den Großteil seines nuklearen Brennstoffs aufgebraucht hat, beginnt sein Kern unter dem enormen Gewicht der äußeren Schichten zu kollabieren. Die Temperaturen und Drücke im Inneren des Sterns steigen dabei so stark an, dass Elektronen in die Atomkerne gepresst werden und Protonen in Neutronen umgewandelt werden. Dieser Prozess entzieht dem Kern die Druckunterstützung, die ihn bisher gegen die Schwerkraft stabilisiert hat, und leitet einen katastrophalen Kollaps ein. Innerhalb von Sekunden stürzt der Kern in sich zusammen, bis er eine Dichte erreicht, die der eines Atomkerns entspricht. An diesem Punkt prallen die äußeren Schichten des Sterns auf den komprimierten Kern und werden in einer gewaltigen Stoßwelle nach außen geschleudert. Die dabei freigesetzte Energie ist so groß, dass sie den Stern in einer brillanten Explosion zerreißt, die als Kernkollaps-Supernova sichtbar wird. Zurück bleibt entweder ein Neutronenstern, ein extrem dichtes Objekt, in dem die Materie in einem exotischen Zustand verharrt, oder, in den massereichsten Fällen, ein schwarzes Loch. Ein berühmtes Beispiel für eine Kernkollaps-Supernova ist der Krebsnebel, der Überrest einer Sternenexplosion, die im Jahr 1054 von chinesischen Astronomen beobachtet wurde. Der Nebel, der sich heute über etwa 10 Lichtjahre erstreckt und mit einer Geschwindigkeit von etwa 1500 km pro Sekunde expandiert, wird von einem schnell rotierenden Neutronenstern im Zentrum angetrieben, der als Krabbenpulsar bekannt ist. Dieser kosmische Leuchtturm, der 30 Mal pro Sekunde um seine eigene Achse rotiert, speist den Nebel mit einem stetigen Strom von hochenergetischen Teilchen und elektromagnetischer Strahlung. Das spektakuläre Bild des Krebsnebels, aufgenommen vom Hubble-Weltraumteleskop, zeigt die faserigen Überreste der Explosion in atemberaubenden Details. Die leuchtenden Farben im Bild entsprechen verschiedenen chemischen Elementen, von Wasserstoff und Helium bis hin zu schwereren Elementen wie Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel, und zeugen von der Komplexität der physikalischen Prozesse, die in einer Supernova ablaufen. Obwohl Supernovae zu den gewaltigsten und hellsten Ereignissen im Kosmos gehören, sind sie nicht die einzige Form von stellaren Explosionen, die Astronomen beobachten können. Eine Nova, ohne das Super als Vorsilbe, wird oft als neuer Stern bezeichnet und kann als eine plötzliche Zunahme der Helligkeit in einem engen Doppelsternsystem verstanden werden, die zwar spektakulär, aber weit weniger energiereich ist als eine Supernova. Ähnlich wie bei einer Supernova vom Typus 1a zieht hier ein weißer Zwerg Materie von einem nahen Begleitstern an, oft einem aufgeblähten roten Riesen. Anstatt jedoch zu explodieren, wenn die kritische Masse erreicht ist, kommt es auf der Oberfläche des weißen Zwergs zu einer thermonuklearen Explosion, die einen Teil der angesammelten Materie in den Raum schleudert. Diese Explosion, die Temperaturen von mehreren 10.000 Grad erreichen kann, lässt den Stern für einige Tage bis Wochen um das tausendfache heller leuchten, bevor er wieder zu seiner ursprünglichen Helligkeit zurückkehrt. Obwohl Novae im Vergleich zu Supernovae relativ häufig sind, in unserer Galaxis alleine ereignen sich schätzungsweise 30 bis 60 Novae pro Jahr,
sind sie aufgrund ihrer geringeren Helligkeit viel schwieriger zu entdecken. Trotzdem bieten sie Astronomen wertvolle Einblicke in die Physik kompakter Sterne und die komplexe Entwicklung von Doppelsternsystemen. Eine Nova ereignet sich, wie bereits beschrieben, in einem engen Doppelsternsystem, in welchem eine ungleiche Partnerschaft zwischen zwei Sternen besteht. In der Regel haben wir, wie gesagt, einen weißen Zwerg, der Materie von seinem weniger kompakten Begleiter absaugt. Da die Gravitationskräfte des Sternleichnams auf ein wesentlich kleineres Raumvolumen beschränkt sind und sein großer Partner eine hunderttausendfach oder millionenfach geringere Dichte besitzt, kann der kleinere dem großen Materie stibitzen. Dabei müssen wir bedenken, dass der weiße Zwerg nur so groß ist wie Venus oder Erde. Das Binärsystem ist vergleichbar mit einem kosmischen Tanz, wobei der größere Partner meistens sogar mehr Masse besitzt und der weiße Zwerg um ihn kreist. Das gemeinsame gravitative Zentrum des Systems liegt dann irgendwo im großen Stern. Dabei handelt es sich um jenen Punkt im Raum, um den die beiden Himmelskörper kreisen. Baryzentrum nennt man das. Diese kommen überall vor, wo es Mehrfachsysteme gibt. Die Erde hat ein gemeinsames, innerhalb der Erdkugel liegendes Baryzentrum mit dem Mond. Pluto und Charon haben ein gemeinsames Baryzentrum, das weit außerhalb beider Himmelskörper liegt und so weiter. Wie bei einer Supernova des Typus 1a sammelt sich Materie auf der Oberfläche des weißen Zwergs an und bildet eine dichte, heiße Schicht aus Wasserstoffgas. Ein Prozess, der nur wenige Jahrzehnte bis einige Tausende oder sogar Millionen von Jahren hinweg andauern kann. Die Menge des akkretierten Materials ist abhängig von der Nähe der beiden Sterne zueinander. Dabei klaut der weiße Zwerg seinen Begleiter umso mehr Material, je näher er dem großen Stern kommt. Während der Sternleichnam immer mehr Material entwendet, steigt die Temperatur und der Druck auf seiner Oberfläche über die Zeit hinweg immer weiter an. Erreichen Druck und Temperatur auf der Oberfläche schließlich einen kritischen Punkt, beginnen die Wasserstoffatome zu fusionieren und setzen eine enorme Menge an Energie in Form von Licht und Wärme frei. Dieser explosive Prozess ist das, was wir als Nova beobachten. Der weiße Zwerg, der zuvor relativ ruhig Materie von seinem Begleiter gesammelt hat, leuchtet plötzlich hell auf und wird oft so hell, dass er mit bloßem Auge beobachtet werden kann. Diese dramatische Zunahme der Helligkeit kann einige Tage bis zu einem Monat andauern, bevor sie allmählich abklingt. Anders als bei einer Typus 1a Supernova bleibt der weiße Zwerg bei einer Nova jedoch intakt, also er wird nicht zerstört, denn er ist sehr kompakt und die generierte Explosion reicht nicht aus, ihn zu zerstören. Nachdem die Nova abgeklungen ist und die Helligkeit des Systems auf ein normales Maß zurückgekehrt ist, beginnt der weiße Zwerg erneut, Material von seinem Partnerstern zu sammeln und der gesamte Prozess startet von neuem. Deshalb sprechen Astronomen bei einer Nova auch von einem zyklischen, sich wiederholenden Phänomen. Damit ermöglichen Novae tiefe Einblicke in die Dynamik von Doppelsternsystemen, die Eigenschaften von weißen Zwergen und die Natur von Sternenexplosionen. Sie spielen eine gewichtige Rolle in der Kosmologie, da sie oft als Standardkerzen verwendet werden können, um Entfernungen im Universum besser messen zu können. Indem man die Helligkeit einer Nova misst und sie mit ihrer tatsächlichen, bekannten Leuchtkraft vergleicht, kann man die Distanz zu ihnen sehr gut abschätzen. Das haben Novae also mit den thermonuklearen Supernovae des Typus 1a gemeinsam. Weiße Zwerge sind also quasi ein Geschenk an Astronomen, da sie ihre Arbeit wesentlich erleichtern. Diese Leuchterscheinungen spielen übrigens eine wichtige Rolle bei der Erzeugung schwererer Elemente durch einen Prozess namens Nukleosynthese. Dieser Prozess bezieht sich auf die Erzeugung neuer atomarer Kerne aus vorhandenen Kernen und beinhaltet eine Reihe von Kernreaktionen, die verschiedene Elemente und Isotope produzieren. In einer Nova tritt Nukleosynthese auf, wenn die auf einem weißen Zwerg angesammelte Materie durch thermonukleare Reaktionen explodiert. Diese Reaktionen beginnen typischerweise mit leichten Elementen wie Wasserstoff und Helium. Während der Nova-Explosion steigt die Temperatur im Akkretionsmaterial auf einem weißen Zwerg stark an, was den Beginn des Wasserstoffbrennens auslöst. So weit, so gut. Die Wasserstoffbrennreaktionen erzeugen Helium und setzen große Mengen an Energie frei. Da die Temperatur stärker ansteigt, können weitere nukleare Brennprozesse
wie das Heliumbrennen einsetzen. Diese Reaktionen können auch durch den sogenannten Kohlenstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Zyklus katalysiert werden, der als Katalysator, also als Initiator, für das Wasserstoffbrennen wirkt und verschiedene Isotope von Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff erzeugt. Auch wenn eine Nova auf der Oberfläche eines weißen Zwergs geschieht, handelt es sich um einen hochenergetischen Vorgang. Die explosive Natur der Nova führt dazu, dass das Material unter Bedingungen von hoher Temperatur und Dichte verarbeitet wird, was zur Synthese schwerer Elemente führt. Dies geschieht durch verschiedene Prozesse, einschließlich dem S-Prozess oder auch dem langsamen Neutroneneinfang, der zur Bildung von Elementen wie Strontium, Yttrium und Zirconium führt. Dieser Prozess tritt auf, wenn die Neutronenflussrate langsamer ist als die Zerfallsrate der instabilen Kerne. Unter diesen Bedingungen können Kerne Neutronen einfangen und in schwerere Isotope umwandeln. In der Milchstraße werden jedes Jahr rund 10 Nova entdeckt. Weil es sich um energetisch weniger krassere Ereignisse als Supernova des Typus 1a oder Kernkollaps-Supernova handelt, werden jedoch viele nicht gesehen. Astronomen schätzen, dass sich jedes Jahr, wie gesagt, 30 bis 60 Nova ereignen, ohne dass wir es sehen. Von den rund 200 bis 400 Milliarden Sternen in der Galaxis, also in der Milchstraße, gibt es also nur eine Handvoll Systeme, in denen diese Ereignisse vorkommen. Doppelsterne sind zwar in der Milchstraße die Regel und über 50% aller Sternensysteme haben zwei Sterne, doch kommen Orbits mit zwei sehr nahe beieinander liegenden Sternen wohl eher selten vor. Übrigens entdeckten Astronomen im Jahr 2009 eine sehr bekannte Nova. Sie nannten sie KT Eridani oder auch KT Eri. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass diese Nova in einem Zyklus von nur 40 bis 50 Jahren auftritt. Hierbei unterscheidet man in der Astronomie zwischen verschiedenen Novae. Da gibt es die klassischen Novae, die alle paar 10.000 bis 100.000 Jahre aufleuchten. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Typen wie Helium- oder Neon-Novae, die abhängig von den involvierten Elementen sind, die bei der Kernfusion auf der Oberfläche des Weißen Zwergs eine Rolle spielen. Doch mit KT Eridani entdeckten Astronomen einen Helligkeitsausbruch, der vergleichsweise schnell erschien und wieder abklang. Die Explosion wurde von Astronomen 10 Tage nach ihrem optischen Maximum gefunden. Nach nur 13 Tagen verblasste sie sogar wieder vollständig. Über den Doppelstern bei KT Eridani ist immer noch sehr wenig bekannt und frühere Studien schlugen vor, dass es sich um eine rezidierende Nova handeln könnte, einen Typus von Helligkeitsausbruch, der binnen kürzester Zeit aufleuchtet und innerhalb von 1 bis 3 Wochen wieder abklingt. Diese Novae sind sehr selten und Astronomen haben bislang nur sehr wenige entdeckt, weshalb der Fund von KT Eridani eine kleine Sensation für die Wissenschaftler war. Sie fanden heraus, dass KT Eri eine Umlaufperiode von etwa 2,61 Tagen hat und etwa 16.600 Lichtjahre entfernt ist. Der Begleitstern des Weißen Zwergs hat die Hauptsequenz des Hertzsprung-Russell-Diagramms verlassen und ist jetzt ein Unterriese mit einem Radius von etwa nur 3,7 Sonnenradien und einer Temperatur von 6200 Grad Celsius. Der Weiße Zwerg hat eine Masse von etwa 1,25 Sonnenmassen und befindet sich daher stark an seinem Masselimit. Und wir wissen, nur 0,2 Sonnenmassen mehr und dieser Sternenleichnam würde in einer Supernova explodieren. Der große Stern ist also riesig und besitzt eine sehr geringe Dichte. Die Gravitationskraft des Weißen Zwergs hingegen ist auf einen viel kleineren Raum konzentriert. Dadurch wird die Von-Roch-Grenze des großen Sterns mit Leichtigkeit überschritten und Materie gelangt mittels einer Akkretionsscheibe von ihm auf den Weißen Zwerg. Ein ähnliches Auseinanderbrechen würde übrigens mit dem Mond geschehen, wenn er der Erde zu nahe käme. Die Schwerkraft der Erde wäre stärker als die Gravitationskraft, die den Mond zusammenhält. Stück für Stück würde sich unser lunarer Begleiter vor unseren Augen auflösen und einen Ring an Felsbrocken um den Planeten verursachen. Doch kommen wir zurück zu KT Eridani. Zum Glück beobachten Astronomen den Himmel nicht erst seit gestern, sodass die Forscher Archivfotos von KT Eridani analysierten und keine Ausbrüche von 1928 bis 1954 oder nach 1969 fanden.
Um herauszufinden, ob Carteri eine rezidierende Nova war, versuchte das Team zu entdecken, ob das System thermonukleare Nova-Ausbrüche mit einer Wiederkehrzeit von weniger als 100 Jahren zeigte. Vor einigen Jahrzehnten war der einzige Weg, eine solche Nova zu beweisen, zwei oder mehr Ereignisse vom selben System zu entdecken. Dabei ist es sehr schwierig, mehrere Ereignisse zu betrachten, weil sie für uns Menschen zeitlich so weit auseinander liegen oder die Nova in der Vergangenheit einfach nicht bekannt war. Deshalb schlugen die Forscher eine neue Methode zur Erkennung von rezidierenden Novae vor, wobei sie die Masse des Weißen Zwergs und seine Akkretionsrate verwendeten. Als solche verstehen wir die Menge des Materials, die pro Zeiteinheit vom großen Stern auf seinen kleinen Begleiter gelangt. Diese neue Methode hat den Vorteil, dass sie auf die meisten Nova-Systeme angewendet werden kann. Und es besteht keine Notwendigkeit, ein Jahrhundert zu warten und zu hoffen, dass der nächste Ausbruch nicht verpasst wird. Sie berechneten, dass der große Stern Material mit einer sehr hohen Rate von etwa 3,5 mal 10 hoch minus 7 Sonnenmassen pro Jahr verliert. Die Wiederkehrzeit von Carte Eridani beträgt sogar nur 12 Jahre im Durchschnitt. Kurz gesagt, alle 5 bis 50 Jahre kann es auf Carte Eridani zu einem Nova-Ereignis kommen. In Archiven wiederum fanden die Wissenschaftler weitere Daten, die bestätigten, dass es sich bei diesem System um eine wiederkehrende Nova handelt. Obwohl rund die Hälfte aller Sternsysteme in der Milchstraße wie gesagt Doppelsysteme sind, kennen Astronomen erst 11 Systeme, in denen es zu rezidierenden Novae kommt. Es handelt sich also um ein ziemlich seltenes Phänomen, das jedoch von großer Wichtigkeit ist, denn es werden eine ganze Reihe von höherwertigen Elementen in einer Nova mittels der Nukleosynthese geschaffen. Und nun kommen wir zu jenem Stern, für den ihr alle hier seid und bei dem Astronomen ein außerordentliches Himmelsspektakel erwarten, T. Coronae Borealis. T. Coronae Borealis, auch bekannt unter der Abkürzung TCRB, ist ein rätselhafter Stern, der die Astronomen seit Jahrhunderten in seinen Bann zieht. Dieser kataklysmisch veränderliche Stern, der im Sternbild der nördlichen Krone, also Coronae Borealis, beheimatet ist, hat eine bemerkenswerte Eigenschaft. Ungefähr alle 80 Jahre erhält er den Nachthimmel mit einer spektakulären Lichtexplosion, die ihn für kurze Zeit über tausendfach heller erstrahlen lässt als in seinem Ruhezustand. Diese wiederkehrenden Nova-Ausbrüche machen T. Coronae Borealis zu einem der bestuntersuchtesten Objekte am Himmel. Die schiere Leuchtkraft, die der Stern bei diesen Ausbrüchen erreicht, ist atemberaubend. Mit einer scheinbaren Helligkeit von bis zu 2 Mach überstrahlt er dann sogar die hellsten Sterne im Sternbild der nördlichen Krone und ist ein leicht zu findendes Objekt am nächtlichen Firmament. Doch ebenso schnell wie er aufleuchtet, verblasst er auch wieder. Nach einigen Wochen ist der Stern mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen und kehrt zu seiner normalen Helligkeit von rund 10 Mach zurück, ein Wert, der ihn zu einem Objekt macht, das nur mit Teleskopen zu beobachten ist. Dieser dramatische Helligkeitswechsel, der sich in einem relativ regelmäßigen Rhythmus wiederholt, macht T. Coronae Borealis zu einer faszinierenden Zielscheibe für Astronomen, die die Mechanismen hinter diesen explosiven Ereignissen entschlüsseln wollen. Die Geschichte der wissenschaftlichen Untersuchungen dieses Sterns reicht weit zurück. Der früheste bekannte Bericht über einen Ausbruch stammt aus dem Jahr 1217, als der Mönch Burkhard von Ursberg ein plötzliches Aufleuchten eines Sterns in der nördlichen Krone beobachtete. Über mehrere Tage hinweg war dieser neue Stern mit bloßem Auge sichtbar. Ein klarer Hinweis auf die enorme Helligkeit, die T. Coronae Borealis bei seinen Ausbrüchen erreichen kann. Solche historischen Berichte sind von unschätzbarem Wert, denn sie erlauben es uns, die Aktivität des Sterns über Jahrhunderte hinweg zurückzuverfolgen. Allerdings sind sie auch mit Vorsicht zu genießen. In einer Zeit ohne Teleskop und moderne Instrumente war es sehr schwierig, die Helligkeit eines Sterns präzise zu bestimmen. Auch die genaue Position am Himmel war nicht immer leicht festzustellen. Daher können wir nicht mit absoluter Sicherheit sagen, dass der von Burkhard beobachtete Stern tatsächlich T. Coronae Borealis war. Aber seine Beschreibung und die Position des Phänomens im Sternbild der nördlichen Krone machen es sehr wahrscheinlich.
Weitere historische Beobachtungen folgten, darunter eine von Francis Wollaston im Jahr 1787, die belegt, dass der Stern damals mindestens die Helligkeit von 7,8 Mach erreicht haben muss. Doch der Durchbruch im Verständnis von T. Coronae Borealis gelang erst im 19. und 20. Jahrhundert, als die Astronomie mit Riesenschritten vorankam und immer bessere Beobachtungsinstrumente zur Verfügung standen. Der Physiker David Schaefer unterzog 2024 alle denkbaren Alternativen wie Kometen, Asteroiden oder Supernovae einer sorgfältigen Prüfung, konnte sie jedoch nacheinander ausschließen. Seine detaillierten Analysen der historischen Berichte von Wollaston und anderen und der astronomischen Gegebenheiten führten zu dem sehr überzeugenden Schluss, dass Wollaston tatsächlich eine Nova-Eruption von T. Coronae Borealis um die Weihnachtszeit 1787 beobachtet haben muss. Ein aufsehenerregender Fund, der unser Wissen über die Ausbruchsgeschichte dieses Sterns revolutioniert hat. Neben dieser Beobachtung und der historischen Beobachtung von 1217 gehen wir noch weiter vor in der Neuzeit. Und zwar gelangen wir zu einem Ausbruch von 1866, der von dem Astronomen John Birmingham akribisch dokumentiert wurde. Dem englischen Astronomen William Huggins gelang es, das Licht der Nova spektroskopisch zu untersuchen und nachzuweisen, dass die leuchtende Hülle des Sterns aus Wasserstoff besteht. Dies war ein erster wichtiger Hinweis auf die physikalischen Prozesse, die den Ausbrüchen zugrunde liegen. Die Spektroskopie, also die Zerlegung des Sternenlichts in seine Farbkomponenten, erlaubte es, oder erlaubt es heutzutage noch, die chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften eines Sterns zu bestimmen, selbst aus riesiger Entfernung. In einer Nova zeigt das Spektrum typischerweise helle Emissionslinien von Wasserstoff und anderen Elementen, die in der Schockwelle der Explosion zum Leuchten angeregt werden. Huggins Beobachtung war somit ein starkes Indiz dafür, dass bei T. Coronae Borealis eine explosive Verbrennung von Wasserstoff stattfand, ein Schlüsselelement zum Verständnis des Sterns, das auch heute noch Gültigkeit hat. Ein weiterer großer Schritt gelang mit dem Ausbruch von 1946, der von den russischen Astronomen Pavel Petrovich Parinago und Boris Wassiljewitsch Kukakin vorhergesagt worden war. Ihre erfolgreiche Prognose beruhte auf der sorgfältigen Analyse der historischen Beobachtungen, die ein Muster erkennen ließ. Die Ausbrüche von T. Coronae Borealis schienen einem Rhythmus von etwa 80 Jahren zu folgen. Das wissen wir heute gesichert. Diese Entdeckung war bahnbrechend, denn sie verwandelte den Stern und das Phänomen von einem unberechenbaren, überraschend aufleuchtenden Stern am Himmel in einen Himmelskörper mit einer gewissen Vorhersagbarkeit. Wenn man den Zyklus also besser verstand und präzise genug vermessen könnte, so die Hoffnung, dann sollte es möglich sein, den nächsten Ausbruch vorherzusagen. Eine in der Astronomie seltene und wertvolle Gelegenheit. Und tatsächlich, wenn man die bekannten Ausbrüche von 1217, 1787, 1866 und 1946 betrachtet, ergibt sich eine mittlere Periode von rund 80 Jahren. Dieses faszinierende Muster wirft natürlich sofort die Frage auf: Wann wird der nächste Ausbruch stattfinden? Basierend auf dem bisherigen Rhythmus prognostizieren Astronomen, dass T. Coronae Borealis mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 2024 als helle Nova am Himmel aufleuchten wird. Die Vorhersage ist eine seltene Gelegenheit, einen Nova-Ausbruch in Echtzeit zu studieren und wertvolle neue Erkenntnisse über die zugrunde liegenden Mechanismen zu gewinnen. Allerdings ist Vorsicht geboten. Die Periode von 80 Jahren ist ein statistischer Mittelwert, kein ehernes Gesetz. Wie präzise die Vorhersage ist und ob T. Coronae Borealis sich tatsächlich an unsere Statistik hält, wird sich erst zeigen, wenn es soweit ist. Die Beobachtung oder auch Nichtbeobachtung eines Ausbruchs im Jahr 2024 wird in jedem Fall unser Verständnis dieses Sterns bereichern und neue Puzzlestücke zum Gesamtbild hinzufügen. Schon jetzt justieren Astronomen weltweit ihre Teleskope und Instrumente, um ja nichts zu verpassen, wenn T. Coronae Borealis seinen nächsten großen Auftritt hat. Doch was genau hat es mit dem Sternensystem von T. Coronae Borealis auf sich und was verursacht seine periodischen Ausbrüche? Moderne Beobachtungen haben mit dem Wissen, was wir mittlerweile über Doppelsternsysteme besitzen, wenig überraschend enthüllt, dass es sich bei T. Coronae Borealis nicht um einen einzelnen Stern handelt, sondern um ein Doppelsternsystem. Genauer gesagt, um einen sogenannten symbiotischen Stern.
In diesem ungleichen Paar umkreisen sich ein ausgedehnter roter Riese und ein kompakter weißer Zwerg in einem Abstand von nur einer halben astronomischen Einheit, also der halben Distanz Erde-Sonne. Das mag erstmal nach viel klingen, und das ist auch eine Menge, wenn wir das auf das Sonnensystem beziehen. Doch angesichts noch größerer kosmischer Distanzen und riesiger Sterne handelt es sich um eine vernachlässigbare Strecke. Der rote Riese bei T. Corona Borealis ist ein alter, aufgeblähter Stern, der sein nukleares Brennmaterial bereits verbraucht hat und nun langsam seine äußeren Hüllen in den Raum abgibt. Mit einem Durchmesser von über 100 Sonnen ist er ein wahrer Gigant, allerdings mit einer relativ kühlen Oberfläche von nur 3000 Grad Celsius, die ihm seine charakteristische rötliche Farbe verleiht. Im Inneren des Sterns laufen sehr hochwertige Fusionsprozesse statt. Diese Prozesse lassen ihn anschwellen und seine äußeren Schichten verlieren, die dann ins All strömen. Einen Teil dieser Materie fängt der weiße Zwerg ein, ein extrem dichter Sternenüberrest, der ungefähr so groß ist wie die Erde, aber hunderttausende Male massereicher ist als diese. Weiße Zwerge sind die ausgebrannten Kerne von Sternen wie unserer Sonne, das wissen wir bereits. Kompakte Kugeln aus Kohlenstoff und Sauerstoff, in denen keine Kernfusion mehr stattfindet. Aber ihre immense, auf einen extrem kleinen Raum komprimierte Schwerkraft erlaubt es ihnen, Materie von einem nahen Begleiter einzufangen, wie es bei T. Corona Borealis der Fall ist. Diese enge Wechselwirkung zwischen einem sterbenden Riesenstern und seinem kompakten Begleiter macht symbiotische Sterne zu so faszinierenden und dynamischen Systemen. Über Jahrzehnte hinweg sammelt sich das Gas des roten Riesen auf der Oberfläche des weißen Zwergs an und bildet eine wasserstoffreiche Atmosphäre. Doch irgendwann wird eine kritische Masse erreicht und die Gravitation des weißen Zwergs komprimiert den Wasserstoff so stark, dass er in einer thermonuklearen Explosion zündet. Für einige Wochen oder vielleicht sogar für einen Monat leuchtet das System dann tausende Male heller als sonst. Wir sehen, wie wir das wissen, eine Nova. Doch anders als bei einer Supernova zerstört der Ausbruch das System nicht. Der weiße Zwerg bleibt intakt und die Materieübertragung vom roten Riesen geht weiter. Nach einigen Jahrzehnten erreicht die Wasserstoffhülle erneut die kritische Masse und der Zyklus beginnt von vorn. Dies erklärt die Wiederkehr der Nova im Rhythmus von rund 80 Jahren. Aber die Details dieses Prozesses sind komplex und noch nicht vollständig verstanden. Wie genau sammelt sich das Gas auf dem weißen Zwerg an? Bildet es eine gleichmäßige Schicht oder eher eine unregelmäßige, klumpige Struktur? Und was genau löst die Explosion aus? Ist es allein das Überschreiten einer kritischen Dichte oder spielen auch andere Faktoren wie die Temperatur oder die Zusammensetzung der Atmosphäre des weißen Zwergs, falls man da von einer Atmosphäre sprechen kann, eine Rolle? Antworten auf diese Fragen zu finden, ist eine aktuelle Herausforderung für die Astrophysik. Computermodelle und Simulationen helfen dabei, die komplexen physikalischen Prozesse in einem symbiotischen Stern wie T. Corona Borealis nachzuvollziehen und mit den Beobachtungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, zu vergleichen. Jeder neue Ausbruch liefert wertvolle Daten, um diese Modelle zu verfeinern und zu überprüfen. T. Corona Borealis ist somit ein einzigartiges Laboratorium, um die faszinierende Physik kataklysmischer, veränderlicher und insbesondere symbiotischer Sterne zu studieren. Jeder neue Ausbruch bietet die Chance, mit immer besseren Beobachtungsinstrumenten tiefer in die Details der thermonuklearen Explosion und der Materieübertragung zwischen dem Riesenstern und dem weißen Zwerg einzudringen. Gleichzeitig wirft jede Beobachtung auch neue Fragen auf. Warum beträgt die Periode genau 80 Jahre? Wie genau sammelt sich das Gas auf dem weißen Zwerg an? Welche Rolle spielt die Eigendrehung der Sterne? Gibt es langfristige Veränderungen im System? All dies sind aktuelle Forschungsfragen, die Astronomen weltweit beschäftigen. Um Antworten zu finden, setzen sie eine Vielzahl von Beobachtungstechniken ein. Neben klassischen optischen Teleskopen, die das sichtbare Licht einfangen, kommen auch Instrumente zum Einsatz, die in anderen Wellenlängenbereichen wie Infrarot, Ultraviolett oder sogar Röntgenstrahlung beobachten. Jeder dieser Bereiche liefert einzigartige Informationen über die physikalischen Vorgänge in einem Doppelsternsystem. Infrarotbeobachtungen zum Beispiel erlauben es, die kühlen äußeren Schichten des roten Riesen und den Materiefluss zwischen den beiden Sternen zu studieren.
Ultraviolett- und Röntgenstrahlung hingegen stammen von den heißesten Regionen nahe dem Weißen Zwerg und liefern Einblicke in die Prozesse, die zur Nova-Explosion führen. Durch die Kombination all dieser Beobachtungen entsteht ein immer detaillierteres Bild von T. Coronae Borealis und seinen faszinierenden Eigenschaften. Mit dem erwarteten Ausbruch in diesem Jahr, 2024, öffnet sich erneut ein Fenster, um nach Antworten zu suchen. Observatorien auf der ganzen Welt und im All werden den Blick auf T. Coronae Borealis richten, sobald es als helle Nova aufleuchtet. Mit Teleskopen, Spektrographen und Satelliten werden sie jede Phase des Ausbruchs dokumentieren, vom ersten Helligkeitsanstieg über das Maximum bis zum allmählichen Abklingen über Wochen und Monate. Die Beobachtungen werden nicht nur im sichtbaren Licht erfolgen, sondern über das gesamte elektromagnetische Spektrum hinweg. Röntgensatelliten werden nach der energiereichen Strahlung suchen, die von der Schockwelle der Explosion und der erhitzten Materie in der Nähe des Weißen Zwergs stammt. Infrarotteleskope werden die Auswirkungen des Ausbruchs auf die kühleren Teile des Systems untersuchen, wie die äußeren Schichten des Roten Riesen und die zirkumstellare Materie, die die Sterne umgibt. Und Radioteleskope werden nach Molekülen und Atomen suchen, die durch die Nova-Explosion ionisiert und zum Leuchten angeregt werden. All diese Beobachtungen in verschiedenen Wellenlängen werden ein umfassendes Bild des Ausbruchs liefern und helfen, die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen zu entschlüsseln. Gleichzeitig werden theoretische Astrophysiker versuchen, den Ausbruch mit Computermodellen zu simulieren und die Beobachtung zu reproduzieren. Durch den Vergleich von Theorie und Beobachtung können sie die Modelle verfeinern und unser Verständnis von kataklysmischen Variablen, also kataklysmischen veränderlichen Sternen und symbiotischen Sternen voranzubringen. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Astronomen und Astrophysik zusammenbringt und unser Wissen über diese faszinierenden Sternensysteme. Was sind eigentlich diese kataklysmischen Veränderlichen genau? Kataklysmische Veränderliche, oft auch als CVs abgekürzt, was im Englischen so viel bedeutet wie Cataclysmic Variables, sind Doppelsternsysteme, die sich durch abrupte, unregelmäßige und dramatische Helligkeitsausbrüche auszeichnen, eben durch sogenannte Novae. Diese beeindruckenden stellaren Objekte bestehen wie gesagt aus einem weißen Zwerg und einem Begleitstern, der Materie an seinen kompakten Partner verliert. Aber wie genau sehen diese Systeme im Detail aus? Aufgrund der enormen Gravitationskräfte des weißen Zwergs wird der Begleiter, also der Riesenstern, derart verformt, dass er sein Material über den sogenannten Lagrange-Punkt L1 auf den weißen Zwerg überströmen lässt. Auch im UV- und Röntgenlicht sind CVs sehr auffällig. Theoretisch könnte sich bei andauernder Akkretion so viel Masse ansammeln, dass der weiße Zwerg die Grenzmasse erreicht und als Supernova vom Typus 1a vollständig zerrissen wird, ein Ende mit einem Paukenschlag für einen veränderlichen Variablen. Die Gruppe der kataklysmisch veränderlichen Sterne präsentiert sich bei noch genauerer Betrachtung als erstaunlich vielfältig. Da wären zunächst die klassischen Novae, deren Ausbrüche mit 6 bis 19 Magnituden besonders heftig ausfallen. Rekurrierende Novae wiederholen ihre nur 4 bis 9 Magnituden hellen Ausbrüche alle paar Dekaden. Die eher zahmen Zwergnova-Sterne oder auch U Geminorum-Sterne erleben Helligkeitsanstiege geringerer Amplitude in unregelmäßigen Abständen. Innerhalb der Zwergnova-Familie gibt es Untergruppen wie die Z Camelopardalis-Sterne, die zwischendurch auf einem Helligkeitsniveau stecken bleiben, oder die SU Ursae Majoris-Sterne mit vereinzelten Superausbrüchen. Magnetische kataklysmische Variable wie die AM Herkules-Sterne zeigen eher schwache Schwankungen, dafür aber oft Anzeichen für einen Materietransfer entlang der Magnetfeldlinien. Das Magnetfeld des Weißen Zwergs ist hier so stark, dass die Akkretionsscheibe fehlt oder verformt ist. Ein besonders exotisches Pärchen dieser kataklysmischen Veränderlichen stellen AM Canum Venaticorum-Sterne dar. Das sind zwei umkreisende weiße Zwerge, die nur eine dünne Heliumscheibe ausbilden. Sie sind sogar als mögliche Quellen von Gravitationswellen im Gespräch. Symbiotische Veränderliche wie Z Andromeda-Sterne hat nichts mit der Galaxie zu tun, kombinieren einen kompakten Stern und einen ausgedehnten kühlen Stern und zeigen Materietransfers über eine Akkretionsscheibe.
besonders Amateurastronomen finden häufig neue kataklysmische Sterne, denn im Ausbruch werden die Objekte hell genug für kleine Teleskope oder gar für das bloße Auge, wenn sie galaktisch bedingt vorher zu lichtschwach waren, wie das bei T. Coronae Borealis der Fall ist. Die bläulichen Farben, raschen Helligkeitsschwankungen und die ungewöhnlichen Emissionslinien sind verräterische Merkmale. Verwechslungen drohen nur mit Asteroiden, deren Wanderung von Tag zu Tag ihre Natur verrät. Tatsächlich sind bislang über 1600 CVs katalogisiert, doch die Zahl der Neuentdeckungen steigt stetig an. Allein in unserer Milchstraße werden pro Jahr um die 6 neuen Novae gefunden. Schätzungen anhand von Beobachtungen anderer Galaxien gehen jedoch von 20 bis 50 neuen Novae pro Jahr aus, die wir nicht entdecken. Amateurastronomen dürfen sich also auch in Zukunft freuen, mit etwas Glück einen neuen Stern am Firmament auszumachen und damit zum Erkenntnisgewinn über diese imposante Sternklasse beizutragen. Eine besondere Überraschung hielten bestimmte Zwerg-Nova-Sterne parat. In ihren Lichtkurven zeigten sich periodische Helligkeitssteigerungen, die sogenannten Super-Humps, also Superanstiege. Die Astronomen tauften die hellen Buckel so in Anlehnung an die Humps, die regelmäßigen Ausbuchtungen in den Lichtkurven. Was war passiert? Die Erklärung fand sich in der gravitativen Wechselwirkung zwischen weißem Zwerg und Begleiter. Ist das Masseverhältnis der Sterne gerade richtig, gerät die Akkretionsscheibe in Resonanz mit der Bahnumlaufperiode. Durch die ausgeübten Gezeitenkräfte verformt sich die Scheibe und die periodisch zur Erde geneigte hellere Seite der elliptisch verzerrten Scheibe führt zu den Superanstiegen, also zu den Superhumps, in der Lichtkurve. Diese quasi-periodischen Helligkeitsmodulationen erlauben damit einen einzigartigen Einblick in die Dynamik und die Geometrie dieser besonderen, engen Doppelsternsysteme. Zwerg-Nova-Sterne mit Superbuckeln oder Superhumps öffnen so ein Fenster zu den extremen Bedingungen, die in kataklysmischen Veränderlichen herrschen. Ein intensives Studium dieser Sterne erweitert unser Verständnis von Materietransfer und Akkretionsprozessen in engen Doppelsternensystemen und im Universum allgemein. Neben dem sichtbaren Licht, das am Nachthimmel beobachtet werden kann, strahlen kataklysmische Veränderliche auch in anderen Wellenlängenbereichen. Die heißen Akkretionsscheiben senden einen Großteil ihrer Energie als Ultraviolett- und Röntgenstrahlung aus. Das wissen wir bereits. Der Ursprung dieser hochenergetischen Strahlung liegt allerdings in der Umwandlung von Gravitationsenergie des einfallenden Materials in Wärme. Im UV- und Röntgenbereich leuchten kataklysmische Veränderliche daher besonders hell und verraten viel über die extremen Bedingungen in diesen Doppelsternsystemen. Astronomen vermuten außerdem, dass bei den explosionsartigen thermonuklearen Prozessen auf der Oberfläche des Weißen Zwergs auch Gammastrahlung freigesetzt wird. Der Nachweis dieser höchst energetischen Strahlung steht jedoch noch aus. Die intensive Gammastrahlung stammt vermutlich von der Annihilation von Positronen aus protonenreichen Atomkernen, die bei den Fusionsreaktionen entstehen. Der fehlende direkte Nachweis liegt zum einen an der absorbierenden Wirkung der Erdatmosphäre, zum anderen an der Empfindlichkeit der heutigen Detektoren. Das Studium der ungebändigten Strahlung dieser kosmischen Leuchttürme über das gesamte elektromagnetische Spektrum erlaubt uns faszinierende Einblicke in die Physik von Materieströmen, Akkretionsscheiben und thermonuklearen Reaktionen in den Extrembedingungen enger Doppelsternsysteme. Damit sind kataklysmische Veränderliche wahre Laboratorien im All für Phänomene, die auf der Erde unerreichbar sind. Auch wenn bisher nicht jede Konsequenz der Wechselwirkung in Doppelsternsystemen verstanden ist, liefern uns diese beeindruckenden Objekte und insbesondere diese Zwerg-Novae einen wertvollen Schlüssel zu den Naturgewalten, die unser Universum prägen und prägten. Die Entdeckung von V2362 Cygni am 2. April 2006 durch den japanischen Astronomen H. Nishimura markiert den Beginn einer außergewöhnlichen Reise, die Astronomen in aller Welt in ihren Bann ziehen sollte. Zunächst erschien die Nova eher unscheinbar, etwa 40 Mal schwächer als die schwächsten mit bloßem Auge sichtbaren Sterne. Doch bereits wenige Tage später erreichte sie ihr Maximum und strahlte nun 6 Mal heller als zuvor. Erste spektroskopische Untersuchungen deuteten auf eine schnelle,
Eisen-2-Supernova hin, einen Typus von Novae, der durch das Vorhandensein von Eisenlinien im Spektrum gekennzeichnet ist und einen raschen Helligkeitsabfall aufweist. Doch schon bald zeigte sich, dass V362 Cygni alles andere als eine gewöhnliche Nova war. Etwa 100 Tage nach dem Maximum geschah etwas völlig Unerwartetes. Der steile Helligkeitsabfall, der für Eisen-2-Novae charakteristisch ist, kam plötzlich zum Stillstand. Stattdessen begann die Nova erneut zu leuchten, ein Phänomen, das in der Fachwelt als Rebrightening oder als Glimmen bekannt ist. Zwischen August und Oktober 2006 nahm ihre Helligkeit um das 1,8-fache zu und bis zum 1. Dezember erreichte sie sogar das Vierfache ihrer Helligkeit im vorherigen Minimum. Ein verblüffender Anstieg um das 6,3-fache im Vergleich zu ihrem schwächsten beobachteten Zustand. Doch damit nicht genug. Eine sorgfältige Analyse photometrischer Daten aus den Jahren 2006 und 2007 förderte ein weiteres Geheimnis zutage. Die Umlaufperiode des Doppelsternsystems, das der Nova zugrunde liegt, betrug gerade einmal 1,58 Stunden, einer der kürzesten Perioden, die jemals bei einer klassischen Nova beobachtet wurden. Es wurde also schnell klar, dass V362 Cygni eine wahre Schatzkiste für Astronomen war, die noch viele Überraschungen bereithalten würde. Die ungewöhnliche Entwicklung dieser Nova erinnerte Astronomen sofort an eine andere rätselhafte Nova, die 7 Jahre zuvor die Gemüter sprichwörtlich erhitzt hatte, V1493 Aquilae, auch bekannt als Nova Aquilae 1999. Auch diese Nova hatte etwa 100 Tage nach ihrem Maximum einen verblüffenden Buckel im Helligkeitsverlauf gezeigt, der sich dem allgemeinen Trend zum Trotz über mehrere Monate erstreckte. War es möglich, dass V362 Cygni und V1493 Aquilae einer bisher unbekannten Klasse von Novae angehörten? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, machten sich Astronomen der Universität Innsbruck daran, ihre spektroskopischen Daten mit den photometrischen Beobachtungen der American Association of Variable Star Observers, also quasi der amerikanischen Vereinigung von Beobachtern veränderlicher Sterne, zu kombinieren. Diese Organisation wird kurz AAVSO genannt. Ihr Ziel war es, ein erstes Modell für das Verhalten von V362 Cygni zu entwickeln und die physikalischen Prozesse zu verstehen, die hinter den rätselhaften Helligkeitsschwankungen steckten. In ihrer Veröffentlichung betonten die Forscher, wie wichtig es sei, möglichst viele Beobachtungen aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, um eine solide Grundlage für theoretische Modelle zu schaffen. Diese Einladung folgte und schon bald ein internationales Team unter der Leitung von Arne Henden, dem damaligen Direktor der AAVSO. Durch die geschickte Kombination von Spektren, Photometrie und Infrarotdaten gelang es den Astronomen, die Entwicklung des Systems in bisher ungekannter Detailschärfe nachzuvollziehen. Sie konnten zeigen, wie die Nova im Laufe der Zeit Masse verlor und Staub bildete. Prozesse, die entscheidend zum Verständnis dieser Himmelsobjekte beitrugen. Gleichzeitig unterstrichen sie die verblüffenden Parallelen zwischen V362 Cygni und V1493 Aquilae, zwei Novae, die offenbar einer ganz eigenen, bisher unbekannten Klasse von Sternenexplosionen angehörten und die Astronomen vor neue Rätsel stellten. Die Entdeckung von Cygni fiel in eine Zeit, in der die systematische Klassifizierung von Novae anhand ihrer Lichtkurven noch in den Kinderschuhen steckte. Zwar waren Novae schon seit Jahrhunderten bekannt und faszinierten Astronomen durch ihre plötzliche Helligkeitszunahme, doch eine detaillierte Analyse ihrer Lichtkurven stand lange Zeit nicht im Fokus der Forschung. In der Fachliteratur fanden sich nur wenige Beispiele für vollständige Lichtkurven, und die gängige Einteilung in schnelle und langsame Novae anhand der Dauer ihres Helligkeitsabfalls wurde der Vielfalt dieser Objekte, wir denken an die Mikronovae und an die ganzen unterschiedlichen anderen Novae, kaum gerecht. Dabei spielen Novae seit langem eine wichtige Rolle als Standardkerzen zur Entfernungsbestimmung naher Galaxien. Der Grund dafür liegt in einer bemerkenswerten Beziehung zwischen der maximalen Helligkeit einer Nova und der Geschwindigkeit ihres Helligkeitsabfalls. Novae, die nach dem Maximum schneller an Helligkeit verlieren, erreichen insgesamt eine höhere Spitzenhelligkeit als ihre langsameren Verwandten. Diese Beziehung, die in der Fachliteratur als Maximum Magnitude versus Rate of Decline bekannt ist,
erlaubt es Astronomen, aus der beobachteten Lichtkurve einer Nova auf ihre absolute Helligkeit und damit auf ihre Entfernung zu schließen. Doch ohne ein solides Verständnis der zugrunde liegenden Physik und der möglichen Variationen im Helligkeitsverlauf blieb der Status der Novae als verlässliche kosmische Entfernungsanzeiger fragwürdig. Was die Forschung dringend benötigte, war eine große, statistisch aussagekräftige Stichprobe sorgfältig vermessener Novae. Und genau hier kam die AAVSO ins Spiel. Die Datenbank dieser Vereinigung ist ein wahrer Schatz für die Erforschung veränderlicher Sterne. Seit mehr als einem Jahrhundert tragen engagierte Amateurastronomen aus aller Welt Helligkeitsschätzungen zu dieser einzigartigen Sammlung bei, die mittlerweile mehr als 40 Millionen Beobachtungen umfasst. Darunter finden sich auch zahlreiche Aufzeichnungen zu Novae, die oft über Monate oder Jahre hinweg verfolgt wurden. Für ihre wegweisende Studie zur Klassifikation von Novae griffen Strope, Schäfer und andere Wissenschaftler auf die visuellen Beobachtungen von CCD-Messungen der 93 am besten dokumentierten Novae unserer Galaxie zurück. CCD bezeichnet die Lichtkurve. Ihr Ziel war es, möglichst vollständige und präzise Lichtkurven dieser Objekte zu rekonstruieren, die ohne die langjährige Arbeit der AAVSO-Beobachter undenkbar gewesen wäre. Der Vergleich der resultierenden Kurven offenbarten eine verblüffende Vielfalt und ermöglichten eine völlig neue Klassifikation anhand ihrer Form. Die Forscher unterteilten die Kurven von diesen Novae in 7 charakteristische Typen. Glatte Kurven, S, Plateaus, P, Staubtäler, D, Spitzen, C, Oszillationen, O, Flachgipfel, F und Zitterer, J. Jeder dieser Typen zeigte einen eigenen, unverwechselbaren Verlauf und gibt Aufschluss über die physikalischen Prozesse, die in den jeweiligen Nova-Systemen ablaufen. V362 Cygni erwies sich als ein besonders spannendes Beispiel. Mit ihrer markanten Spitze im Helligkeitsverlauf, die sich etwa 100 Tage nach dem Maximum zeigte, gehörte sie zu den seltenen C-Novae, von denen bisher nur 2 weitere Vertreter bekannt waren. Modellrechnungen deuten darauf hin, dass diese charakteristische Aufhellung durch einen plötzlichen Eintrag magnetischer Energie vom weißen Zwerg ausgelöst wird, gefolgt von einer raschen Staubbildung, die das System vorübergehend verdunkelt. Doch wie häufig sind solche C-Novae wirklich? Unter den 85 Novae, die von Strope, Schäfer und Händen als statistisch unverfälschte Stichprobe identifiziert wurden, fand sich mit V1493 Aquilae nur ein einziger Vertreter dieser Klasse. Neben Cygni ein Hinweis darauf, dass C-Novae in unserer Galaxie extrem selten sein könnten, vielleicht nur 1% aller Novae ausmachen. Doch neue Beobachtungen aus der Andromeda-Galaxie M31 deuten auf eine mögliche Überraschung hin. Das WCAP-Projekt, das eigentlich nach Microlensing-Ereignissen in der Andromeda-Galaxie suchte, lieferte nebenbei eine beeindruckende Ausbeute an Novae. Genau 91 dieser explosiven Sterne wurden im Laufe dieser Beobachtungen in der Andromeda-Galaxie entdeckt und sorgfältig vermessen. Und hier zeigte sich ein überraschendes Bild. Unter den 91 Novae fanden sich nicht weniger als 10 Kandidaten für die C-Klasse. Ein Anteil von etwa 9%, der die Schätzung aus unserer Galaxie weit übertrifft. Offenbar sind C-Novae in M31 deutlich häufiger vertreten, als man bisher angenommen hatte. Doch was bedeutet das für unser Verständnis dieser Objekte? Die naheliegende Vermutung ist, dass auch in unserer eigenen Milchstraße noch unentdeckte C-Novae lauern könnten, die bisher einfach übersehen wurden. Vielleicht, so spekulieren die Forscher, stehen uns auch in unserer kosmischen Heimat noch aufregende Entdeckungen dieser spitzen Himmelsobjekte vor, ähnlich wie bei den Supernovae, von denen manche Typen lange Zeit als extrem selten galten, bis gezielte Suchmethoden ihre wahre Häufigkeit enthüllten. Die Jagd nach den verborgenen C-Novae unserer Galaxie hat gerade erst begonnen und die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass die nächsten Jahre noch so manche Überraschung bereithalten. Und so schließt sich der Kreis zu V362 Cygni, dieser unscheinbaren Nova, die sich als wahres, hässliches Entlein der Astronomie entpuppt hat. Was zunächst wie eine gewöhnliche Eisen-2-Nova erschien,
entwickelte sich vor den Augen der staunenden Astronomen zu einem der spannendsten und rätselhaftesten Himmelsobjekte der letzten Jahrzehnte. Mit ihrer Kombination aus spektakulärem Rebrightening, also dem Glimmen und dem quasi sich erneut entfachen, ultraschneller Bahnperiode von nur einigen Stunden und markanter C-Spitze im Lichtkurvenverlauf fordert V362 Cygni unser Verständnis von Nova-Explosionen heraus und eröffnet völlig neue Perspektiven auf diese dramatischen Sternentode. Ohne die unermüdliche Arbeit der Amateurastronomen, die im Rahmen der AAVSO einen Großteil der photometrischen Daten beisteuerten, wäre diese Erkenntnis undenkbar gewesen. Die Geschichte dieser bemerkenswerten Nova ist zugleich eine Hommage an die fruchtbare Zusammenarbeit von Amateur- und Profi-Astronomen, die unser Wissen über das Universum immer weiter voranbringt. In diesem Sinne ist V362 Cygni mehr als nur eine kosmische Kuriosität. Sie ist ein leuchtendes Beispiel für die Faszination und den Erkenntnisgewinn, die entstehen können, wenn Wissenschaft und Leidenschaft Hand in Hand gehen. T. Coronae Borealis, eine erstaunliche und wiederkehrende Nova in einem engen Doppelsternsystem, zieht seit Jahrhunderten die Aufmerksamkeit von Astronomen auf sich. Dieses einzigartige Doppelsternsystem besteht aus einem kompakten weißen Zwerg, der eng um einen aufgeblähten roten Riesen kreist. Alle 80 Jahre erreicht das System einen kritischen Punkt, an dem die vom weißen Zwerg angesammelte Materie eine thermonukleare Explosion auslöst, die den Nachthimmel mit einem strahlend hellen neuen Stern erleuchtet. Die letzte aufgezeichnete Eruption von T. Coronae Borealis fand im Jahr 1946 statt, was bedeutet, dass Astronomen in naher Zukunft Zeuge eines spektakulären Himmelsereignisses werden könnten. Mithilfe modernster Teleskope und Instrumenten beobachten Wissenschaftler das System kontinuierlich, um auch die subtilsten Veränderungen zu erkennen, die auf eine bevorstehende Explosion hindeuten könnten. Jede neue Beobachtung liefert wertvolle Daten über die komplexen physikalischen Prozesse, die sich in den Tiefen dieses kosmischen Laboratoriums abspielen, und trägt dazu bei, unser Verständnis der Sternentwicklung und der Wechselwirkungen in engen Doppelsternsystemen zu erweitern. Wenn die Nova schließlich erneut ausbricht, wird es Astronomen und Sternenenthusiasten auf der ganzen Welt gleichermaßen in seinen Bann ziehen und ein atemberaubendes Schauspiel am Nachthimmel bieten. Krater Eridani hingegen, eine weitere bemerkenswerte wiederkehrende Nova, sticht durch ihre extrem kurze Wiederkehrzeit von nur etwa 12 Jahren hervor. Dieses kompakte Doppelsternsystem besteht aus einem gierigen weißen Zwerg, der mit beeindruckender Geschwindigkeit Materie von seinem sonnenähnlichen Begleitstern verschlingt. Die hohe Akkretionsrate in KT Eridani deutet darauf hin, dass das System in Zukunft häufiger und möglicherweise sogar heller aufleuchten könnte, was es zu einem primären Ziel für astronomische Beobachtungen und Studien macht. Jeder neue Ausbruch bietet Wissenschaftlern die einzigartige Gelegenheit, die komplexen nuklearen Prozesse und physikalischen Bedingungen, die in diesen Systemen herrschen, genauer zu untersuchen. Durch die Analyse des Lichts und der Spektren von KT Eridani während verschiedener Stadien des Ausbruchs können Astronomen die chemische Zusammensetzung, die Temperaturen und die Geschwindigkeiten der ausgestoßenen Materie bestimmen und so die Geheimnisse der stellaren Evolution und der Nova-Explosion entschlüsseln. V362 Cygni, auch bekannt als Nova Cygni 2006, ist eine weitere bemerkenswerte Nova, die aufgrund ihrer dramatischen Eruption im Jahr 2006 große Aufmerksamkeit erregt hat. Während des Ausbruchs erreichte V362 Cygni eine so hohe Helligkeit, dass sie selbst mit bloßem Auge sichtbar war und Menschen auf der ganzen Welt erstaunte. Spektroskopische Beobachtungen des Systems während und nach der Eruption lieferten eine Fülle von Daten über die physikalischen Eigenschaften und die Entwicklung dieser Nova. Durch die sorgfältige Analyse der chemischen Signaturen und der Geschwindigkeitsverteilung der ausgestoßenen Materie konnten Wissenschaftler die komplexen nuklearen Prozesse, die sich in den Tiefen des weißen Zwergs abspielen, entschlüsseln und die Bedingungen rekonstruieren, die zur Nova-Explosion führten. Diese Erkenntnisse haben nicht nur unser Verständnis von V362 Cygni erweitert, sondern uns auch neue Einblicke in die allgemeine Natur von Novae und ihre Rolle in der stellaren Evolution geliefert. Die Untersuchung von Novae wie T. Coronae Borealis
Kati Eridani, V362 Zygni, Aquile und anderen hat nicht nur eine immense wissenschaftliche Bedeutung, sondern beleuchtet auch die grundlegende Rolle dieser stellaren Explosion im kosmischen Kreislauf der Materie. Novae spielen eine entscheidende Rolle bei der Anreicherung des interstellaren Mediums mit schweren Elementen, die als Bausteine für die Entstehung neuer Sterne, Planeten und letztendlich auch des Lebens selbst dienen. Durch die detaillierte Analyse der chemischen Zusammensetzung und der Häufigkeiten verschiedener Elemente in den Überresten von Novae können Astronomen die komplexen nuklearen Prozesse entschlüsseln, die in den Herzen dieser Systeme ablaufen. Jedes Element, von Kohlenstoff und Sauerstoff bis hin zu Eisen und darüber hinaus, erzählt eine Geschichte über die gewaltigen Kräfte und extremen Bedingungen, die in diesen kosmischen Schmelztiegeln herrschen. Darüber hinaus dienen Novae als natürliche Laboratorien, in denen Wissenschaftler physikalische Phänomene studieren können, die auf der Erde nicht reproduzierbar sind. Durch die Untersuchung der Plasmaphysik, der Kernreaktion und der Hydrodynamik in diesen Systemen können Forscher fundamentale Fragen über die Natur der Materie, der Energie und der Gravitation beantworten und unser Verständnis der grundlegenden Gesetze des Universums erweitern. Durch das Studium der gewaltigen Energien und extremen physikalischen Bedingungen, die bei einer solchen stellaren Eruption herrschen, können Wissenschaftler die Grenzen unseres Verständnisses von Materie, Raum und Zeit ausloten und möglicherweise sogar neue fundamentale Gesetze der Natur entdecken. Die Untersuchung der chemischen Zusammensetzung von Novae-Überresten könnte Hinweise auf die Entstehung komplexer organischer Moleküle und natürlich auch den Grundbaustein des Lebens im Universum liefern und damit neue Perspektiven auf die Frage nach unserer kosmischen Herkunft und unserem Platz im Universum eröffnen. Indem sie die Auswirkungen von Novae auf ihre Umgebung erforschen, können Astronomen ein tieferes Verständnis für die komplexen Netzwerke entwickeln, die Sterne, Planeten und Galaxien miteinander verbinden und möglicherweise Strategien für den Schutz und die Erhaltung unseres eigenen kosmischen Lebensraums, des Sonnensystems und insbesondere der Erde, dieser Perle unter allen Planeten der Galaxis, entwickeln.